Ja, ein weiterer Part, Gothic 3. Und mittlerweile, es geht langsam aufs Ende zu hier. Ich mache auch nicht mehr so lange hier. Ich denke mal, wenigen Parts werden wir es durchgeschafft haben. Dieser Part und vielleicht der nächste und dann haben wir es vielleicht schon durch. Was willst du? Wir können später noch reden. Nur die Götter wissen, wohin mein Weg mich führen wird. Aber eins weiß ich ganz sicher. Mein Weg führt jetzt erstmal ins nächste Bett. Das heißt, du musst den Platz frei machen. Die moderne Art des Schlafens. So, der hat die Nacht halb über mir drüber gelegen. Ja, das kann man schon mal akzeptieren. Und ansonsten... Jörg. Hä? Ich den getötet? Nö, oder? Den Zettel. Jörg, was hast du denn da? Tagebuch des Wanderers. Nicht? Nee. Moment. Ich lese mal vor. Die Waldläufer sind kaum besser als Banditen. Thorn und seine Männer sind eine Bande von Schlägern. Heute überfielen sie einen Bauernhof und töteten wehrlose Kleinbauern. Ich kann ihre Schreie noch immer hören. Heute Nacht werde ich Thorn verlassen. Nach Süden ziehen. Ich habe Adanos einen Eid geschworen und ich werde ihn halten. Ich habe es geschafft, den Wassermagier zu treffen. Seine Weltanschauung ist ganz anders als die der Waldläufer. Der Rolli denn dein Vertrauens? Er sagte, dass Satoros, der oberste Magier des Wassers, über mein Schicksal entscheiden wird. Ich bin jetzt auf dem Weg zu den Ruinen der alten Stadt, Al-Shidim, um zu treffen. Hey, Zuckerfülle! Bist du auch schon wieder am Start? Möb. Ja. Oh. Sind das? Neuer Quest? What the heck? Du hast die Dreistigkeit in meinem Gebiet, deine eigenen Regeln aufzustellen. Wenn dir dein erbärmliches Leben etwas wert ist, wirst du Morosul bis zum Ende des Tages verlassen. Ich werde es dir nicht zweimal sagen. Keine Ahnung, was da abgeht, aber egal. Ich habe übrigens mein neues Model mittlerweile fertig. Es wird fürs nächste Let's Play, wenn ich Baldur's Gate 3 spiele, zum Einsatz kommen. Für Gothic lohnt es sich jetzt nicht mehr. Das kommt jetzt nicht gut an, wenn ich hier was Neues nehme, aber für BG3 jetzt dann im nächsten Monat, dann geht es an den Start. Da freue ich mich schon drauf. Ist auf jeden Fall deutlich besser. Also denn, ja gut. Problem ist, diese neuen Quests, da habe ich keine Ahnung, wie man die löst. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Der Barbesitzer muss... Ach so, ja gut. Ah, da ist ein kleiner Hinweis. Ja. Können wir ja mal machen. Hector. Natürlich weiterhin alles unvertont. Ich bin mal großzügig, du bekommst Gold. Brauchst doch Geld, oder? Okay, dann eben doch Prügel. Komm her, Börschchen! What the fuck? Der will mich mit seinem Besen schlagen. Du hast ja Humor, Alter. Hast du mich mal angesehen? Es müsste irgendwie so eine Reaktion geben, dass wenn man irgendwie zu stark wirkt, dass die dann einen gar nicht mehr so... Naja, klar, man möchte die gegen die kämpfen schon, aber... Die könnten vielleicht einen besonderen Dialog bekommen, dass sie sagen, okay, du bist zwar sehr stark, aber ich versuch's trotzdem. Sowas in der Art. Oh, mein Kopf! Er weiß was. Doch, du weißt etwas.
Ja, die Geduld des Helden ist kurz. Verdammt, Mann. Ja. Saddam. Land. Am langen Schwert. Ich kenne eigentlich nur eine Person, die eine, naja, lange Waffe trägt. Da war doch einer, oder? Also wenn das hier in der Stadt ist. Oder nein, der war anders, aber... Besser du gehst weiter, sonst kriegen wir noch Ärger. Was willst du? Wir sehen uns später. Ja, ich kenne da... Da gab es doch diesen einen Typen im Barkaresch. Der hat so komische, lange Waffen hier. Das war schon mal sowas wie... Ich soll dir einen schönen Gruß von Aschen ausrichten. Er hat ein Paket erhalten. Vielen Dank. Ich werde ihm bei Gelegenheit mal wieder einen Besuch abstatten. Der letzte Scheiß. Muss vermutlich diesen Typen finden. Berserkergift. Klingt schon ziemlich brutal hier. Ich hätte keinen Bock, es zu trinken. Ah. Eine Art Raserei. Das ist ja schon mal alles sehr informativ und schön, aber sollte es auch anders sein. Ich will den Mörder finden. Vielleicht ist ja im Barkaresch dann doch einer hier. Geh mal auf Nummer sicher. Jetzt stehen die Städte ja noch. Und wenn ich sie auseinandernehmen muss, notfalls, was ich ja sowieso mache, dann wird auch der Mörder nichts mehr zum Lachen haben. Der ganze Untergrund fliegt auseinander. So, der Typ hier, der hat so eine lange Waffe hier. Ja, aber er ist halt eben nicht im Morazul, er ist es ein... Stirb mich nicht! Also zahlt mit eurem Gold, sonst werdet ihr mit eurem Blut bezahlen. Belia. Echtlich. Angeheuerter Attentäter. Ja, die Waffe ist wirklich lang. Ich spieß dich auf. Katana sogar noch, ey.
Fläschchengift. Ich würde es gerne mal probieren. Aber ich glaube nicht, dass es meinen Geschmack trifft. Ja. Gegengift hat auch dabei. Wer weiß, ob das was bringt. Ja. Brauch dich als Zeugen, damit du aussagst gegen... Oder dass du es zugibst. Oh, beim nächsten Mal. Jetzt stirbst du. Okay, okay, okay. Der ist böse. Dann muss ich ihn töten. Bleib stehen, du Feigling. Aber dann bringe ich dich hier draußen um. Kommt nicht gut, wenn die anderen das mitkommen. Ich hab doch gesagt, es kommt nicht gut. Jetzt will der mich auch noch umbringen hier. Obwohl ich hier einen gerechten Mörder. Also. Leute, es gibt einen Kampf! Ihn zur Strecke gebracht hab. Bleib stehen, du Feigling! Nein, komm mit, komm, komm, komm. Weiter raus hier. Das geht niemandem was an. So, ja. Gift. Hab ich das? Möcht's probieren. Wirklich. Aber wo? Hab ich ja zwei. Ja. Bei Hassas Leiche und das hier, denkst du. Apropos, war ich hier unten schon mal. Also wenn ich das nächste Mal Gothic 3 spiele, dann werde ich mir eine Liste erstellen, wo ich mir ganz genau aufschreibe, welche Quests wie und war, was zu lösen ist oder wo ich bestimmte Gegenstände finde, wie Bissringe und solche Sachen. Dass ich mir Lernpunkte spare. Bandaro. Nein, so als hätten wir unseren Mann gefunden. Vorläufig. Oh je. Hätte ich solche Quests nicht früher bekommen können. Der einzige Alchemist, der mir wirklich einfällt, ist Eusebio. Und der ist ja tot. Das ist das Problem, wenn man die Städte auseinandernimmt. Dann kann man nicht mal alles lösen, eventuell. Ich würde zu Eusebio gehen, aber der ist ja Geschichte. Was willst du? Ich glaube nicht, dass ich da noch was machen kann. Also solche Quests sind schon toll, wenn man sie machen kann, aber wenn nicht, dann Eusebio ist weg. Kann ich das Zeug hier eigentlich klauen? Ja. Das interessiert da niemanden hier. Goldmine und alles. Also ich denke, man kann den Quest nicht mehr lösen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der was damit zu tun hat. Aber vielleicht täusche ich mich auch und vielleicht muss ich nach Isch. Ich glaube jetzt auch nicht. Egal, das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Das nächste Mal weiß ich dann Bescheid. Und wir verfolgen unser Ziel weiter. Was haben wir denn? Irgendwas, was wir unbedingt... Ja, gut, da weiß ich jetzt nicht. Goldbahn, das könnte man noch schnell machen. Da fehlen doch noch zwei. Ja, warte. Wir können später noch reden.
Sei immer wachsam. Haben diese Goldbahn, wo kann man die denn spenden? Ich brauche auf jeden Fall noch. Apropos dieses ganze Zeug, das können wir jetzt mal trinken. Ich glaube, es gibt bloß noch plus drei von denen. Ich hatte die Sache, die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie eine Zutat ist, aber scheinbar. Warte mal, man könnte ja. Ich habe doch die 5 Dracheneier, ich kann mir noch was brauen. Lotusblume. Hat das jetzt hier. Nee, es hat keine dauerhafte Energie gegeben. Ja, gut. Können wir sowieso alles verbraten jetzt. Die Lotusblume ist bestimmt für einen Quest gut gewesen, aber den werde ich dieses Mal nicht mehr bekommen. Aber dich werde ich bekommen. Leckeres Luppenfleisch. Lass mal gucken, ja. Schatzkammer, ja gut. Habe ich da nicht irgendwie so ein Teleporter? Da bist du, ja? Ich habe mich um Aldo gekümmert. Sehr gut. Du bist zu gebrauchen. Du darfst jetzt wieder deinen Geschäften nachgehen. Ein bisschen nichts. Da fällt mir ein. Gibt es noch was, was ich lerne? Ich habe mittlerweile 88. 75 Lernpunkte. Ich könnte. Naja, eigentlich brauche ich nur noch. Sprengpfeile vielleicht oder Lebenspunkte. Sowas in der Art. Bin ehrlich gesagt überrascht, dass ich so viel Alchemie habe. Ich dachte nicht, dass man so viel bekommt. Ich habe 124. Deswegen dachte ich, dass ich die Sprengpfeile was lernen werde, weil der Wert viel zu hoch ist. Aber dann, auch gut, haben wir es anscheinend doch. Gut, meine Goldbahn kaufen. Hast du sonst noch irgendwas? Zeig. Er hat Gold. Ich habe kaum noch Gold, aber beziehungsweise ich könnte zigtausende jetzt machen hier. Ja. Ach du Scheiße, wo habe ich die? Das sind die Waffen der Nordmarer hier. Okay, den Rest schenke ich dir. Dein Gold muss ich erst wieder ein bisschen regenerieren. Aber ich sag ja, Gold ist, hoffe ich, wirklich kein Problem. Hier, 20 Goldbahn für Zuben. Gold. Sehr gut. Du wirst es noch weit bringen. 1000 Erfahrung gerade mal, Alter. Weißt du, wie viel das wert war, das hier zusammenzutragen? Mach hier nicht noch mehr Ärger. Das ist einfach nur so ein kleiner Nebenquest hier, so ein kleines Geschenk. Alter, heftig. Ja, den Quest, da braucht man einen Schlüssel für die Schatzkammer. Ich weiß nicht, wo man den herbekommt. Also ich weiß, dass Zuben, wenn man ihn tötet, den hat. Das habe ich nämlich mal offscreen ausprobiert. Ach so, ja stimmt. Da war auch noch was. Hallöchen, ich habe was Gutes für dich. Hier sind 3 Waffenbündel. Du meinst das ernst, was? Ich werde sie an die Jungs verteilen. Hier sind 20 Heiltränke. Ausgezeichnet. Die können wir wirklich gut gebrauchen. Ich kann mich mit Zuben anlegen. Ja, das stimmt. Du hast die Prüfung geschafft. Du kannst bestimmt auch Zuben schaffen. Wie sieht's aus mit dem Aufstand? Gut, Mann. Du hast mich überzeugt. Du bist unser Anführer. Wenn du das Signal gibst, schlagen wir los. Es ist Zeit für den Aufstand.
Das ist schon ziemlich gewagt hier. Hier gibt es nur Sklaven, aber keine... Wir können später noch reden. Okay, die sind noch freundlich. Hier gibt es nur Sklaven, aber keine Nomaden, die es auf Ishtar scheinbar abgesehen haben. Die versuchen das erst gar nicht. Ja, das wird auch kaum noch lösbar sein hier im Playthrough. Okay, dann brauche ich einen Alchemie-Tisch. Mach mir einen kleinen Cocktail. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ich möchte mal was zusammenbrauen. Was geht denn? Das hier kann ich nicht machen, weil mir Elixier... Mir fehlen die Rezepte für Elixier der Stärke und für Lebenskraft. Ich weiß nicht, wo man die findet. Kein Plan. Oder hier zum Beispiel Elixier der Jagd. Ich habe nur das Elixier der Ausdauer. Hier, das hier. Das ist das Stärkere von den ganzen... So, wo ist es denn? Hier, Embargo, das da. 5 Drachen-Eier, die habe ich mittlerweile. Drachenherz. Dank der Lebenskraft und Grundstück Lammer sowieso. Mehr als einmal wird man den vermutlich im Spiel mit Sicherheit nicht machen können. Es gibt noch 2 Drachen, die ich angeblich nicht gefunden habe im Spiel. Wüsste aber nicht, wo die sein sollten. Hier, so, das möchte ich mir machen. Weiß gar nicht mehr, wo ich das hier habe, aber Waffenschutz ist natürlich immer besonders gut. Dämonenherz. Dann, ja, wie gesagt, Trank, Elixier der Jagd, Todesstaub, Trollhorn. Benötigt zum Beispiel kein Kronstöckel. Aber klar, durch das Trollhorn ist es natürlich nicht so oft herzustellen. Dann gib mal. Das da braucht man. Damit haben wir das Ding gestellt. Das benötigt zusätzlich. Das ist zum Beispiel ein Kronstöckel, aber Bruchrolle Feuerregen. Damit ist es quasi auch begrenzt. Dank der Lebens. Ja. Feuerkolum, ja. Mana. Nebel. All das muss man sich wirklich mal fürs nächste Mal notieren. Ja, dann, ich möchte Lebenskraft haben. Ich mache mal hier von... So, jetzt kann ich vermutlich kaum noch was herstellen. Vielleicht noch ein... Dazu fehlen mir die Zutaten. Da einmal. Ex Dank der Jagd. Eierstock. Ich weiß gar nicht mehr, wo diese Eierstöcke ab. Kann man quasi nochmal kombinieren, dann ist es noch stärker. Das ist da. Ach so, Moment. Elixier der Jagd, doch, das Elixier der Jagd habe ich schon. Finde ich aber nicht so wichtig hier. Na gut, der Trank. Ist schon ziemlich gut hier, aber ich würde natürlich lieber die Variante mit Stärke machen. Aber notfalls könnte man auch das herstellen. Aber wie gesagt, dann fehlt mir noch das Rezept vom Elixier der Lebenskraft. Das muss man irgendwo finden, aber ich weiß nicht. Da müsste man halt wirklich noch viel genauer spielen. Elixier der Ausdauer habe ich auch nur durch Zufall gefunden.
Giftpfeile. Mir fehlt die nötige Erfahrung. Ach du Bämmel. Mir fehlt die nötige Erfahrung. Ach du liebes Lieschen. Elixier des Wassers. Ja gut, das herzustellen. Schwachsinn. Ja, ja, gut. Das hier. Ja. Muss man sich halt überlegen, ob es die paar extra Punkte wert ist, dass man den Feuerring dafür opfert. Möchte ich in meinem Fall jetzt diesmal nicht. Da kann man noch ein bisschen was machen. Und das kann man mal herstellen. Das braucht man sowieso nicht. Ja. Für den normalen Tränke fehlt der Kronstückel. Machen wir noch ein paar große Heiltränke. Abschluss auch noch ein paar Mana. Dazu fehlen mir die Zutaten. Dazu fehlen mir die Zutaten. Ich habe keine Fläschchen mehr. What the heck? So, ich brauche mal den Kochtopf. Gibt es da noch andere Sachen? Da gab es doch zum Beispiel Essig. Aber das Drachen. Ah, roter Tränenpfeffer. Aber ich weiß zumindest, dass man den roten Tränenpfeffer jetzt dafür braucht hier. Drachenfleisch. Das ist ja so stark wie ein Elixier der Stärke. Oder? Ja. Da können wir... Ja, das benötigt halt viel Fleisch. Das ist so... Habe ich da welche gegessen? Ich hoffe nicht. So. Gibt es hier noch irgendwas, was Leben gibt? Das hier. Der stärker als ein Heiltrank. Der Eintopf hier. Ansonsten. Ups, Kompott. Ob ich es benutzen werde, ist eine andere Frage, aber klar. Tun wir mal. Das hier. So leckere Sachen. Fressen wir hier den Eintopf. Weil ich es kann. Dann tun wir das hier rein. Und das Kompott. Hier rein. Und dann schlucke ich jetzt hier alles fleißig. Einmal das hier zum Beispiel. Das hier, dann der beste Trank aller Zeiten. Muss man einfach sagen. Das hier einmal. Elixier der Konzentration. Die höchste Reinheit macht einen Trank der Konzentration zu einem Elixier der Konzentration. Moment, warte mal. Ausdauer, Lebenskraft, Stärke. Ich frage mich, ob es von diesen Rezepten auch quasi sowas wie ein Konzentrationstrank, also Konzentration-Variante gibt. Könnte man davon ausgehen? Also, wo ich den her habe, das weiß ich, glaube ich. Also, aber das hier weiß ich nicht. Das hier waren Gelder bei den Schamanen. Elixier der Konzentration. Ich müsste meine ganzen Videos nochmal durchgehen, dass ich gucke, wo ich das her habe. Theoretisch. Das mit Lebenskraft fehlt halt wirklich. Das ist wichtig für mich noch. Ansonsten weiß man es. Lauf einfach mal fleißig hier was runter. Brauchen wir nicht mehr. Mir kommt so vor, als ob die Gegner ziemlich stark sind. Also früher habe ich mit 1000 Lebenspunkten eigentlich immer kein Problem mehr gehabt, fast schon. Aber die setzen einen teilweise doch schon stark zu den Städten.
So, jetzt hier das. Plus 3. Ach so. Wir kommen quasi bei jedem. Nee. Hä? Bei jedem zweiten bekomme ich plus 4. Das liegt vermutlich daran, wegen den Rüstungsdings da, was ich gelernt habe, dass ich mich besser schützen kann. Dunkler. Das ist ganz normales Fleisch. Urviehtrank. Den können wir trinken. Ausdauer habe ich viel zu viel. Würde ich das nächste Mal nicht mehr so viel lernen. Ein. Die ganzen anderen Sachen kann man de facto eigentlich... Warte mal, ich habe hier so viel... Alter, die Fan hier. Genau, die müssen weg. Ich hoffe, es ist jetzt kein Fehler, diese ganzen Sachen hier zu verbrauchen. Ja, man kann noch ein Grundstück eventuell finden. Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht sollte man sich noch was aufheben. Ich habe mal gezählt, es kommen insgesamt ganzen Spiel, ich glaube, 58 Grundstücke vor. Und durch den Quest mit dem Paladin-Schild könnte man dann 61 bekommen. Das war ganz nice, aber auch nicht ganz zu nice. Man muss sich eigentlich zwischendrin immer mal wieder solche Pflanzen hier reinhauen, sonst... Ja, Verschwendung, ja. Der letzte Rest hier noch. Ganze kleine andere Zeug hier. Dann tue ich das schon mal einsetzen. Adanos-Tränen gibt es wirklich reichlich, muss ich sagen. Ja, dann werde ich mal ein bisschen was lernen. Bei Innos. Sonst gibt es denn? Na ja, gut, das mit den Sprengfallen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Lernpunkte es braucht. Innos! Gewähre mir Lebenskraft. Lerne mal das hier ein bisschen. Da, 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 so. Komm besser. Das ist ja mal wieder typisch. Bin zurück, hallo. Hallo. Dann lerne ich jetzt mal das mit den Sprengpfeilern. Habe ich überhaupt das Rezept? Nein. Ich wette, dass die Voraussetzung jetzt Rezept, nämlich meine Feuerpfeile sind, um das zu lernen. Ich hoffe, ich habe mich getäuscht, aber... Ich tu mal die Pfeile hier kaufen. Haben wir genug Gold? Explosion. Dazu bist du noch nicht bereit. Ja, war ja klar. Wie kann ich Feuerpfeile herstellen?
Feuerpfeile machen mehr Schaden als die herkömmlichen Pfeile. Es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst Pfeile und die nötigen Zutaten. Am Alchemietisch fügst du sie zusammen. Toll. Wie kann ich Explosionspfeile herstellen? Das ist eine sehr sensible Angelegenheit. Behandle deine Pfeile wie eine Frau. Mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl. Du kannst diese Pfeile nur an einem Alchemietisch herstellen. Also sorge dafür, dass er aufgeräumt ist, damit nichts im Weg rumliegt, das explodieren kann. Genau. So, dann haben wir ja jetzt hier ordentlich gelernt. Dann musstest du nur noch mal zur Seite gehen. Ja. Du Schleck! Oh. Oh. Sprengpfeile, geil. Also, ich wünschte, ich könnte die Grafenpfeile herstellen, aber das geht ja nicht. Jetzt eines Feuergolems, Eisgolem, wow. Oh. Die sind ja doch hier ziemlich nützlich. Mein Kopf. Dein Kopf, was sagt denn mein Kopf hier? Warte mal hier. Ich tu mal die ja einsetzen. Sind doch toll hier. So, was machen wir als nächstes Platz? Assassinenstadt, hä? Oder soll ich? Gäb's schon wieder was zum Jagen? Warte. Ich möchte mal testen. Also das ist quasi so eine Art Eiswelle. Verdammt, Alter. Richtig heftig. Ja. Übertrieben stark. Aber ich glaube, das ist kein Flächenschaden. Ich denke nicht. Hallöchen. Ich frage mich, was stärker ist. Ich glaube, die Feuerpfeile sind stärker. Weil die Explosion ist ja dann doch ein bisschen... Aber wenn das einen Vereisungseffekt hat, ist... Ganz klar, das hier auch besser. So gesehen. Gehen wir nach Faring. Genau, wir könnten doch mal versuchen, jetzt in der Arena zu kämpfen. Natürlich. Du scheinst ganz allein die Löwenhöhle betreten zu haben, Bursche. Du hast den größten Fehler deines Lebens gemacht, Fremder. Kann ist über den Verlust seines Heeres in Nordmar sehr unzufrieden. Ja, und? Was hat das mit mir zu tun? Ja. Spiel keine Spiele mit mir, Mora. Unsere Speer haben gesehen, wie du an der Seite der Nordmarier gekämpft hast. Das ist Verrat. Wir werden es nicht tolerieren. Bist du nicht ein bisschen beunruhigt, dass ich ganz alleine das geschafft habe? Oh, scheiß auf dich, dreckiger Ork. Oh, es wäre so geil, das jetzt zu sagen, aber... Ich glaube, dann bekomme ich Riesenärger. Wie kann ich es wieder gut machen? Ich bin neu auf dem Feststand und weiß nichts von all deinen Ork-Konflikten. Du musst beweisen, auf wessen Seite du stehst. Ich gebe dir 2 Wochen Zeit, um deinen Ruf zu verbessern. Diene den Orks, war reizgetreu und gewissenhaft, und dann bekommst du deine Chance auf eine Lösung. Ruf bei den Orks, 14 Tage Zeit. Oh Mann. Du bist kein Freund der Orks. Ich vertraue dir nicht. 75%? Das schafft man eigentlich nur, wenn man wirklich für die Orks kämpft. Aber ich habe erstaunlich viele Punkte. Ja gut, ich habe mir viel Respekt erschafft. Aber ich denke mal, ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Nee. Also ich kann zwar in der Arena kämpfen, das gibt vielleicht noch ein bisschen Ruf. Aber da müsste man schon die Rebellenlager teilweise auseinandernehmen. Und das... So, Curtis.
Oh, ich hab's geschafft. Es geht endlich. Tatsächlich. Was hat denn da gefehlt? Ach, ein Nordmarer. Man musste einfach einen Nordmarer irgendwie mal bekämpfen. Mein Gott. Ein Kampfplatz für die Elite. Ach so, das ist wieder so ein kompletter Kampf. Schon verstanden. Siege alle Kämpfer in der vergangenen Zeit. Jetzt werden wir sehen. Leute, ich hab doch nicht hören sollen. Da ist nichts mehr zu holen. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ey, lass mich nicht raus. Da, 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 da. Guck schon, den schaffst du! Das gibt's doch gar nicht! Ups! Spiker! Es gibt einen Kampf! Da! 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 Du wirst schon sehen, was du davon hast! Da! Da! So, hier! Nichts, da ist nichts zu. Mann, wartet doch mal! Da! 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 Mein Kampf! Da! Nicht nachlassen! Da! Da! Aus der kommt Schaden. Da, 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 da. Wir sprechen uns. Wieso sind die so viel schneller als ich? Nicht nachlassen! Da. Boy. Okay, ich habe ein bisschen Ruf von den Orks bekommen. Lass mich. Dann gar nichts. Ich mach erstmal Pause. Normal? Ich weiß ja nicht, du. Scheiße, tut das weh. Ja, nimm ruhig die Waffe. So, endlich. Ja, das hast du. Würdest du? Kannst doch gar nichts mehr, du bist ein Schwächling. Ja, ich weiß schon. Jetzt kann ich oben kämpfen. Die glauben ernsthaft, dass ich nach all der Erfahrung, die ich gesammelt habe, mich noch besiegen können. Ich hätte von Anfang an hier antreten sollen. Jetzt haben sie natürlich keine Chance. Hättest du mir nicht sagen können, dass ich in der Arena Champion werden muss? Nein, hätte ich nicht. Sei froh, dass du nur mit Tarok reden musstest. Was hättest du wohl machen müssen, wenn du dafür zu Kant persönlich gehen solltest? Nun geh und mach dich wieder nützlich, Mora. Deine Belohnung hast du ja nun. Anforderungen sind teilweise wirklich unterste Schublade. Muss man wirklich mal so sagen, ja. Was man da alles erfüllen muss, hier, um überhaupt mal kämpfen zu dürfen. Mach dich nützlich, Mora. Zeig mir. So, nein. Ja. Du bist in Ordnung, Mora. Ja. Das ist ja schön, aber. So, jetzt. Dann bist du wirklich ein großer Krieger. Meine Kämpfer fühlen sich geehrt, sich mit dir messen zu dürfen. Ich fühle mich nicht geehrt, weil das sind Schwächlinge. Ich will in der Arena kämpfen. Kämpf mit Vigo! Wird gleich. Bin gleich fertig. Gib mir 2 Sekunden. Dann. Ja, er ist stark. Da! Wirklich! Nichts als Glück! Es gibt Ruf bei den Orks. Du Schild. Wertlos. Die Morgos haben keine Hilfe. Alles abgenutzt. Ich weiß nicht, ob du da gekauft hast. Oh, mein Kopf. Kümmer dich besser um deinen Kram. Ja. Läuft's eben, hä? Vigo war kein Gegner. Beim nächsten Kampf gib mir einen echten Gegner. Ja. Das gefällt dir. Ja. Genau, ich will in der Arena kämpfen. Tukas wird kämpfen. Der Sieger hat Ehre. Auch so ein Schwächling. Ich hab jetzt schon genug Ehre. Du
weißt genau, wohin. Wer denn? Er lässt sich Zeit. Oh, der hat eine schwache Waffe. Bei den Sternen hier haben die nicht viel Chance. Au. Glaubst du, es tut weh? Ja gut, die Lebenspunkte machen sich mittlerweile bemerkbar. Ich halte deutlich mehr aus. Auch die Rüstungswerte durch diesen schönen Trank hier und alles drum und dran bin ich viel stärker geworden. Du hattest Glück, Mora. Ja, ich weiß. Musik, Mora. Ich habe jede Menge. Das ist Musik. Jede Menge Glück. Tukasz war zu schwach. Du bist ein guter Kämpfer. Gegen dich zu verlieren ist keine Schande. Ich bin bereit, in der Arena zu kämpfen. Du kämpfst gegen einen Menschen. Mortis ist ein starker und gefährlicher Krieger. Kämpft gut. Da bin ich ja gespannt. Das sieht stark aus. Er hat einen Helm und alles. Ja! Da! 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 Keiner der Kämpfe ist auch noch ansatzweise so stark wie ich. Die Zeiten sind vorbei. Kommt schon, gesteht eure Niederlage ein. Ich will euch Schande machen. Scheiße, tut das weh. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ich hab was zu erledigen. Mortis ist besiegt. Jetzt bist du der stärkste Mensch in meiner Arena. Nur wenige Menschen haben es so weit geschafft wie du. Level up! Ich will gegen den Besten antreten. Du hast Mut, du forderst Rutzer. Er wird zu dir in den Ring kommen. Wenn du diesen Kampf gewinnst, bist du mein Champion. Gegen Khan antreten? Das wäre doch mal was. Das ist der mit der Feuerklinge. Boah, bringst die Klinge ganz schön schnell, du. Das Schwert brennt. Zweihandwaffe, 430 Sterne. Aber wirklich interessante Waffe für ein Ork. Nächstes Mal bist du verschwinde. So, war's das jetzt? Ich habe gewonnen. Du hast meinen Respekt. Von nun an wird sich jeder in dieser Arena an deinen Taten messen. Als Gladiator hast du alles erreicht, was ein Krieger erreichen kann. So, jetzt gib mir den wertlosen Helm hier. Jetzt gib mir den Helm. Ich habe deinen stärksten Krieger besiegt. Das hast du. Eine gute Leistung. Trag den Helm mit Ehre, wenn Mora sowas noch haben. Ich hätte es nicht gewundert, wenn er sogar noch was verlangt hätte dafür. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Oh! Ah! Der gute Khan und seine Leibwachen. Krönung einer Karriere. Warte mal, erstmal den Helm gucken. Helm des Arenameisters. Dieser Helm wird nur von den stärksten Arenameistern getragen. Eine wahre Ehre. Der ist schwächer als man glaubt, da ist der deutlich besser hier. Ja. Aber solange ich die Krone benutzen kann, benutze ich die Krone. So, ja, damit.
Die Kanzleiwache. Ich hätte ja gehofft, dass ich jetzt nach oben darf, aber das ist ja klar, das ist kein Grund, nach oben zu gehen. So, dann zeig doch mal, was du kannst. Oh, der ist stark. Der ist definitiv stark. So einen starken Ort habe ich selten getroffen. Ruf bei den Orks plus 3. Jetzt bin ich doch ein bisschen platt. Ja, also wenn das so weitergeht, schaffen wir vielleicht doch die 75%. Wäre auf jeden Fall interessant. Oder ich mache es natürlich so, ich gehe nach Kaptun, zu Kaptun das Stirn. Die Rebellen freuen sich, sind alle glücklich. Und der Schädel. Hinterher... Ich werde mich ausruhen. Hinterher kann ich noch Redok zerstören, auch wenn ich das wirklich nicht will. Der Held gibt einfach mal hier voll an. Kann ich nicht noch einen Gegner haben? Rufen. Ja, gut. Aber das ist... Ja, ich habe die Waffen. Gebe ich dir das jetzt? Bring mir was über. Zeig mir. Ist aber nicht diese Waffe, oder? Ja, ich brauche die Waffen nicht. Also, wie gesagt, aber. Halt! Du bleib mal stehen. Was denn noch? Irgendjemand hat die Ork-Armee in Vingard vernichtet. Oh Gott. Die Orks sind darüber echt nicht erfreut und deswegen soll ich jetzt alle Verdächtigen kontrollieren. Ich bin doch nicht verdächtig, oder? Ne, du doch nicht. Du gibst mir auch eine Flasche Schnaps. Hier, trink einen auf mich. Danke, Mann. Trink einen auf mich. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Lol. Hoch. Halt, Morra. Kann will keinen von euch in der Burg sehen. Unsere Armee vor Vengard wurde von den Rebellen ausgelöscht und solange wir keine Fortschritte mit dieser verdammten Stadt machen, will er nicht gestört werden. Halt! Keinen Schritt! Noch ein! Lass mich in Ruhe! Mach hier nicht noch mehr Ärger! Hey, also ich brauche auf jeden Fall den Ruf 75. Du musst weiter. Ich würde ihn ja schon gerne mal treffen, aber das ist halt als immer feste drauf. Der Spieler ziemlich schwierig. Geil. Dann, wie kann man den Ruf der Orks steigern? Wir müssen eine schändliche Tat machen. König zu töten, das ist ja sowieso. Aber das würde ich mit Lee machen. Außerdem würde ich das jetzt sofort machen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Immer zum König. Hey, Alter. Xardas sucht die Artefakte Adanos. Ja. Ich habe die Artefakte Adanos gefunden. Ich wusste, dass du es schaffen wirst. Jetzt nimm mein Zepter und mache dich zum erwählten Innos. Gehe zum Kloster des Feuers und empfange Innos göttliche Macht. Aber das wollen wir ja nicht. Der Belagerungsring vor der Barriere ist Geschichte. Das sind gute Neuigkeiten. Ein weiterer Sieg für Innos. Hier, nimm dies.
für diesen glorreichen Feldzug. Aber pass auf, wahrscheinlich sind ein paar Orks in die umliegenden Städte und Dörfer geflohen. Okay, guter Hinweis. Ich weiß jetzt übrigens auch, wie man den Schlüssel bekommt. Dein Brun. Ich hab's mal getestet, man muss den Quest für Innos machen. Dann bekommt man Schlüssel. Da ist auch noch so eine andere Rüstung drin und Helm und so, aber die sind nicht so stark wie das, was ich aktuell habe. Aber es ist gar nicht mal schlecht alles. Ach so, stimmt, ich wollte dem Paladin ihre Magie zurückgeben. Da gibt's doch noch ein paar. Sieh zu. Beispiel den hier. Hier, mit Magie kannst du deinen Job besser erledigen. Zum Teufel! Wir brauchen mehr Männer wie dich. Ich hab hier was für dich. Tut mir leid. Mach weiter so. Ich geb's noch einmal. Sei mit dir. Verdammt nochmal. Hattest du Erfolg? Konntest du meinen Bruder finden? Ja, ich habe mit ihm geredet und weiß jetzt, wo er ist. Er hat sich bei den Feuermagiern niedergelassen. Bei den Feuermagiern? Ja, der Feigling. Was macht er denn dort? Er bewacht den Durchgang zum Heiligtum des Klosters. Allerhand, da hat er einen guten Posten gefunden. Aber hast du auch den Schild bekommen? Nein, dein Bruder hat ihn einem Paladin gegeben. Einem Paladin? Nun ja, es ist keine schlechte Wahl. Das habe ich auch gedacht. Mag sein. Aufgetragen hatte ich ihm aber etwas anderes. Die magische Barriere muss endlich fallen, damit ich zu ihm kann. Hoffentlich weißt du noch seinen Namen? Er heißt Kilian. Kilian. Ich versuche ihn mir zu merken. Weißt du noch etwas, das du mir sagen könntest? Hast ihn ja vergessen. Alles wird gut. Hier hast du deine Magie zurück. Ich schnall ab. Wie ist das möglich? Ich danke dir. Hier. Dafür hast du bestimmt Verwendung. Innos möge dich schützen. Man muss wirklich sagen, der Held an Gothic 3 lehnt es sich schon wirklich enorm aus dem Fenster. Er tut wirklich Wunder hier vollbringen. Wie die Leute. Mensch, du hast ja zwei tolle Haarfarben. Fang du jetzt nicht auch noch an. Ich habe schon immer zwei Haarfarben gehabt. Das ist ebenso. Ist ja gut. Ich sag nichts mehr. Sieht man doch gar nicht. Was ist denn das für ein Quest jetzt? Hey, aber das springt einem richtig ins Auge. Was soll das? Du hast gesagt, dass du nichts mehr sagst. Ja, stimmt. Gut, ich bin still. Was ist das hier nur? Je länger ich darauf schaue, desto komischer sieht es aus. Es reicht jetzt. Das hast du dir selber zuzuschreiben. Komm her, Bürschchen! Jetzt habe ich ihn sogar noch wütend gemacht. Wobei ich ihm gerade noch geholfen habe. Leute, es gibt einen Kampf! Okay, Tor dir. Ja. Es ist ein würdiger Gegner. Oder auch nicht. Ja! Au. Ach, Quatsch. Der pickt mich nur. Gar nicht so schlecht. Ah. Überhaupt gar nicht so schlecht. Nom, nom, nom. Ja, den Streit hast jetzt du angefangen. Was willst du? Vielleicht hättest du deine Magie einsetzen sollen. Komm! Oh! Mein Kopf! Ah, er heilt sich. Perfekt. Was ist mit meiner Schuld? Ist sie beglichen? Ja, das ist sie. Du hattest ein Schild, aber er ist jetzt in besseren Händen. Dann bin ich endlich reinen Gewissens. Ich danke dir. Lol. Komisch. Schneid sie dir doch einfach ab, dann hast du deine Ruhe. Wenn man mich nicht dauernd nerven würde, hätte ich auch meine Ruhe. Sprich mich bitte nicht mehr auf meine Haare an. Na, wenn du mich so lieb bittest. Cooler Quest. Richtig cool. Hier, mit Magie geht's besser. Ich frag lieber nicht, wie du das angestellt hast. Innos sei mit dir, danke. Hier, brauchst du noch Heiltränke? Klar. Ja gut, dann gehe ich mal Tempel. Da gab es auch noch einen guten Paladin.
Meint in den Tempel. Nicht in den Thronsaal. Hier, gesichtsloser Typ hier. Das hier wird dir die Magie zurückgeben. Du bist ein Held, weißt du das? Innos möge dich beschützen. Hier, nimm dies als Geschenk von mir. Oh, nur Tränke. Die fünf Feldherren der Orks sind tot. Innos sei Dank. Du bist wahrlich ein Held. Weißt du das, Fremde? Ja. Hier hast du alles, was ich noch aus den Besitztümern der Bewohner der Stadt retten konnte. Ich werde mich sogleich an die Arbeit machen, die Stadt wieder aufzubauen. Möge Innos deinen Weg erleuchten. Kann aber sein, dass es damit nichts mehr wird mit der Stadt. Weil ich euren König töten muss. Klingt komisch, aber es ist wirklich so. Der neutrale Weg verlangt, dass man auch Zugmund den König töten muss. Der Weg Adanos, wenn man so will. Ja, denn mal diese Weintrauben hier futtern und was. Das ist Schutz vor Feuer, Golem jetzt. Ach stimmt, das hatte ich mal vor so einem großen Golem hier. Ich glaube nicht, dass es schmeckt, aber bringt ja was. So, gehen wir wieder in den Thronsaal. Ich muss mit Charybdo reden. Wir haben hier einiges. Die Ork-Armee vor der Barriere ist dezimiert. Ich bin froh, das zu hören. Ein weiterer großartiger Sieg. Nimm diese Elixiere für deine Arbeit. Die Stadt wurde befreit von den Orks. Das sind gute Nachrichten. Ein Problem weniger. Nimm diese Tränke. Es erleichtert dir das Kämpfen gegen die Orks. Ich habe alle Feuerkelche gefunden. Sehr gut, Ritter. Ich wusste, du würdest es schaffen. Meine Ordensbrüder in Nordmar werden sicherlich stolz auf dich sein, wenn du den Paladinen ihre Magie zurückgibst. Hier, nimm. Das wird dir helfen. Das Feuerkelchritual war ein voller Erfolg. Das hast du vortrefflich gemacht, mein Sohn. Unsere Paladine werden sich über ihre wiedererlangten Kräfte freuen und dich dafür belohnen. Ich bin sehr stolz auf dich. Nimm diese Gabe mit auf den Weg. Innos sei mit dir. Nun, da die Orks weg sind, können wir die magische Barriere entfernen. Du hast recht, wir sollten die Stadt wieder öffnen und neu aufbauen. Aber das können wir noch nicht. Warum nicht? Die Barriere wurde von vier Magiern mit Hilfe der Fokussteine und dem Zepter von Varant geschaffen. Als die Orks die Stadt angriffen, gelang es ihnen, drei von vier Fokussteinen wegzunehmen. Ich habe nur einen Stein gerettet. Solange die Orks die Fokussteine in die Finger bekommen, kann ich die Barriere nicht entfernen. Aber wir haben gute Neuigkeiten. Unsere Speer haben die Fundorte der verbliebenen Steine herausgefunden. Der Orkführer, der vor der Stadt kampierte, nahm den ersten Fokusstein. Der Ork-Kommandant, der den größten Teil der Stadt übernommen hat, hat den zweiten Fokusstein. Vielleicht hast du es schon geschafft, die beiden Kristalle zu finden. Wenn nicht, solltest du die Ork-Leichen gründlich durchsuchen. Die Orks haben den dritten Fokusstein nach Nordmar verlegt. Höchstwahrscheinlich ist einer der Ork-Schamanen im Besitz des Artefakts. Wenn du alle Steine gefunden hast, musst du sie mit den magischen Platten aktivieren, die um die Barriere herumliegen. Hier, nimm meinen Kristall. Wenn du fertig bist, komm zu mir, um weitere Anweisungen zu erhalten. Ich habe es fast vergessen. Die Magich-Panels haben wir zusätzlich mit der Magie von Innos gesichert. Wenn du alle Kristalle aktiviert hast, wartet noch eine weitere Herausforderung auf dich. Dafür sind die Steine gut. Ich habe es geschafft, alle Fokussteine zu finden. Worauf wartest du dann? Aktiviere die vier magischen Tafeln um die Barriere herum. Wenn du das tust, sprechen wir über den nächsten Schritt. Ach so. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Lass mich raus. Ja. Was sind diese Dings da? Warte mal. Machen wir anders. Jetzt mal das hier. Das wäre schon geil, wenn man die Barriere einfach so aufheben könnte.
Hier, das da. Davon gibt's 4 Stück. Ah, ja, ja, cool. Außerhalb der Barriere sind die. Da muss ich jetzt hier rumgehen. Bisschen weh. Aber. Das kitzelt ein bisschen. Ja, ganz gut für die Nerven. Barriere ist ja nicht halb so gefährlich wie die im Minental. Da waren ja damals 12 bzw. 13 Magier notwendig, um das zu kreieren. Da ist tatsächlich der nächste. Das finde ich ja mal cool. So, und jetzt wird es gleich ein bisschen kompliziert. Ich glaube kaum, dass ich hier übers Wasser irgendwie gehen muss oder so, aber vielleicht kann man hier hochsteigen. Warte mal. Ich habe es doch schon mal hier hochgeschafft, ich weiß es. Ah ja, ja, komm. Komm, Held. Es ist wie ein Berg. Wer hätte gedacht, dass ich hier mal so stark bin, dass ich eine Barriere besteigen kann. Ja. Macht ihr mir überhaupt noch Schaden hier oben? Ich bekomme Schaden, aber ich bekomme die Lebensenergie sofort zurück. Barriere ist nicht komplett abgerundet, also man kommt schon hoch. Ich glaube, die Tränen-Adanos sind stark hier. Kommt mir ein bisschen komisch vor, als ob ich so über der Stadt hier so schwebe. Also Wasser ist auf jeden Fall nichts davon. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht sterbe. Weil, was für eine geile Aussicht hier. Hier kann man Ardea sehen, den Turm. Hier die Königsstadt. Speichern mal, aber ich muss aufpassen. Wenn ich jetzt hier runterspringe. Dass ich ein bisschen Abstand nehme. Das. Schlüsselbund? Hä? Kommt der denn her? Hat er was zu vermelden? Eine Energie ladet sich auf. Das ist durch die Träne Adanos. Vielleicht gehört es zum König. Deine Truhen, dass ich da was machen kann. Keine Ahnung. Hier ist noch ein Fokusstein. Ja, und jetzt musste ich mal kurz wieder ein bisschen hier hoch. Hier rum. Oh Gott. Ui. Mann, das blitzt und zuckt hier ja wie verrückt.
So, es ist der letzte, oder? Nö, den hatte ich schon. Habe ich einen übersehen? Bin doch hier komplett. Einmal außenrum. Vielleicht. Vielleicht sind es bloß drei Stück hier gewesen. Oder einer ist innerhalb der Barriere. Gehen wir wieder zurück. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Ja. Klar. Eins fehlt noch, aber wo ist der? Vielleicht irgendwo hier? Nein. Okay. Schön. Warte. Wo hier drin sein. Da kannst du natürlich jetzt zu. Hier der Hafen. Eventuell finden wir da noch einen Stein. Hätte der Typ sich da rausdrücken sollen. Also wenn hier einer ist, auf der Seite des Felds, aber das kann nicht sein hier. Hier im Wasser ist kein Platz. Kann mal ein bisschen rumschwimmen, aber... Doch, hier! Oh! Oh, ich bin rausgekommen. Geil. Ja, wer hätte das gedacht? So, ich muss mal eben hier laufen. Jetzt wirst du bluten. Oh.
Was bist du denn für einer? Innos-Streiter. Mutig in so eine Absicherung oder sowas. Ja. Kann schon mal sein, okay. Jetzt möchte ich aber erstmal hier ein königliches Bett oder sowas. Jawohl. Das Bett des Königs, da schläft sich's doch gut. Ruf bei den Nomaden. Minus 5. Plus 5. Hä? Hä? Plus 10? 10? Was sollte das denn? Weil ich hier drin geschlafen habe, oder was? Nee. Kann doch nicht sein. Keine Ahnung. Dürfte ich nicht im Bett des Königs schlafen? Ich habe alle aktiviert. Sehr gut, bring mir jetzt das Zepter von Pharant und ich zerstöre die Barriere. Was? Das Zepter ist im Besitz von König Robai. Führe die Befehle des Königs aus und er wird dir das Zepter von Pharant anvertrauen. Meinst du? Ich hab das Zepter. Echt? Ich hab das Zepter. Sehr gut, lass uns anfangen. Möge Innos uns beistehen. Gott des Lichts und des Feuers. Gib mir Kraft. Gib mir Weisheit, diese schützenden Fesseln zu durchbrechen. Befreie die Stadt von der Magie der Vier. Öffne es für die Welt und die Menschen. Möge das Licht die Straßen unserer Hauptstadt erleuchten und das Blut unserer gefallenen Feinde reinigen. Argento. Fiosum. Tavestum. Kannst du das ganz alleine hier? Wirklich? Wow. Die magische Barriere ist zerstört. Oh, stimmt. Brauchst du das Zepter noch? Nein. Hier, nimm es. Es gehört zu dir. Cool, die Barriere ist weg. Ziemlich ungewöhnlicher Anblick hier. Habt ihr das mitbekommen? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Er sagt nichts dazu. Ja, was hat sich jetzt für die Leute hier verändert? Kopfloser Reiter. Pass auf dich auf. Ja, die verhalten sich ganz normal wie immer. Fände es aber toll, wenn sich jetzt Indus verändern würde. Dass hier Leute ein- und ausgehen oder sowas. Das wäre toll. Geil. Na gut. Ja gut, was machen wir dann? Ich glaube, wir könnten mal Kapdun auseinandernehmen. Da hätten wir noch den Dings-Quest. Ich glaube, das könnten wir noch machen. Oder böse? Ich weiß nicht. Oder lassen wir es diesmal sein. Dass wir diesmal den Rebellen komplett helfen. Ah ja, da, mit dem... Ja, mit Thorn und... das Spiel ist abgestürzt. Geil. Zu geil. Nee, überhaupt nicht geil. Scheiße. Ja. Was machen wir jetzt? Moment. Ich höre immer noch die Hintergrundmusik. Ja. Ich schätze mal, das kann passieren. Bei solchen Dingen. Wahrscheinlich war die Vernichtung der Barriere einfach zu viel.
Einer safe auf das. Ja. Okay, bitte einmal. Was wollte ich jetzt? Achso, ja. Geldern. Ich muss zu Korn. Höre Monster. Ja, die ignoriere ich jetzt mal gekonnt. Weil ich es kann. So, Thorn, ich habe den Verräter gefunden. Drei Kronstöckel, oh, Stand über dich. Zeig mir deine Waffe. Na gut. Dann gehe ich jetzt noch zu Runak. Ich habe ja mittlerweile alle Steine. Der müsste doch irgendwas machen können. Ich will jetzt keine Ausreden mehr hören. Von wegen ihr. Ich habe diesen magischen Stein bekommen und der muss machen können. Am besten du erledigst es selbst. Ja. Du solltest meinen Rat annehmen. Okay, die beiden Quests brechen hier ab. Hör bloß auf mit der Scheiße. Ja. Kann dir doch egal sein. Ich bin gespannt, was jetzt kommt hier. Am besten, du hältst dich da raus. Ist alles wieder voll mit Blutfliegen. Der will hier rein. Du willst es nicht begreifen, was? Um dich ist es nicht schade. Oh. Ein Glück, dass die Höhle sauber ist hier. Das ist magische Leuchten, da habe ich ja damals den Drachentöter her. Richtig geil. Gespannt, ob mir das irgendwas bringt, was gut oder etwas völlig Sinnloses. Da ist noch so ein. Oh. Oh shit! Der Geist der Steine ist. Alter! Liebeskunst, Schutz vor Feuer, Schutz vor Eis. Alter! Warte, warte! Helfe dir! Oh shit! Ah, diese Löwen sind echt stark hier. Okay, man bekommt auf jeden Fall richtig gute Schutzwerte. Ja,
Stärke plus 5. Da. Aha, aha. Da. Da. Dich wird niemand vermissen. Schutz vor Klingen. Ah. Ich. Toll, hä? Ja, was sagst du dazu? Bist du? Dunkel. Aha. Das war's. Okay. Ich könnte ihn jetzt immer noch töten, ich könnte die Quests erfüllen für die Orks. Das wäre eigentlich jetzt der passende Zeitpunkt, jetzt brauche ich ihn nicht mehr, genauso gut Thorn. Aber ich bin diesmal ausnahmsweise großzügig und pfeife auf die Erfahrung. Ich werde jetzt mal durchgehen, was die dann sagen, wenn ich es geschafft habe. Ja, meine lebt gefährlich. Okidoki. Ich glaube, ich nehme. Ich werde mir gönnen und werde Kapdun auseinandernehmen. Oder soll ich. Ja, wir nehmen Kapdun auseinander. Das ist noch das Einfachste. Also fangen wir damit an. Was willst du? Schau dich weg, Ma. Buruk empfängt keine wie dich. Unsere Armee vor Vanguard wurde besiegt und du warst dabei nicht unbeteiligt. Eigentlich sollten wir dich zu den anderen Verrätern an den Pfosten weißt du nehmen. Das? Bei Kant, unserem großen Kriegsherrn. Lass dich nie wieder hier blicken. Halt! Keinen Schritt weiter. Das war's dann wohl. Mein Ruf ist hinüber. Na gut. Dann starten wir die Revolution, ha? Ich muss eigentlich nur... Entweder rede ich mit dem. Du hast doch sicher noch was zu erleben. Oder starten wir vom Wenzel aus, ja. Beste Möglichkeit. Bin ich ja gespannt, wer mir hilft. Also ich glaube, Suruk. Also dieser Dieb hier, der hilft mir auf jeden Fall. Box sollten wir natürlich nicht. Ja klar. Verschwinde! Hey! Darf da nicht mehr rein, ja. War ja eigentlich irgendwo klar. Verdammt, na gut, dann. Hör auf mit der Magie! Auf mit dieser Magie-Scheiße! Die Waffe weg, Morra! Hab ich doch schon. Mach, dass du wegkommst. Der Untergrund wird uns unterstützen. Lass uns jetzt kämpfen. Worauf warten wir dann noch? Folge mir! Raus hier! Ich werde kämpfen bis in den Tod! Arm! Eindringling! Wenzel räumt auf hier, okay. Los geht's. Ja, ich verrate. Ich hab's immer noch drauf. Beeil dich. Draußen geht's weiter. Hier los. Ach stimmt, der kann ja wieder zaubern. Hey. Oh, das sind unsere Freunde. Ja, aber da, du brauchst mal Heilung hier. Wenzel. Boah, ich soll ihm folgen. Willst du mich verarschen? Geh doch einfach hier runter, hä? Wir müssen auf jeden Fall Uruk töten. Er ist der wichtigste Ork von allen. Urkrass. Ah, ich habe schon wieder Probleme. Ich bin verbuggt. Hilfe. Schlag mich wieder. Deckert.
Ach fort, hier. Cyrus, der ist stark. Pass auf Cyrus auf. Bin ich gut oder bin ich gut? Tagebucheintrag. What the fuck? Hey, wir haben es geschafft. Gericht Kapdun. Alter, was ist das hier alles? Keine Ahnung, für was man das braucht. Letzte Chance. Die Minen warten auf dich. Du hast nur noch eine Chance. Wenn irgendwas, wer was aus meiner Truhe klauen kann, schicke ich dich wieder in die Minen von Ben Arai zurück. Das gefälligst auf. Vermutlich von dem Dieb hier. Ja, das war auch nicht wirklich schwierig jetzt. Pass auf dich auf. Diese verfluchten Orks. Kapdun ist nun frei und du bist es auch. Ich danke dir. Ohne deine Hilfe hätten sie mich sicher noch getötet. Ich werde hier weiter den Widerstand aufbauen. Jede zurückeroberte Stadt wird dem König den Rücken stärken. Muss hier überhaupt nicht. Alter, bist du blöd? Was ist das für eine dumme Sache hier? Das ergibt keinen Sinn. Ich muss überhaupt nichts beweisen. Ich habe die ganze Stadt jetzt hier platt gemacht. Dann kommt noch so ein dummer Arena-Kampf. Naja, gut, das will man auch erwarten. Das war ein voller Erfolg. Kapdun ist befreit. Danke, Fremder. Ich werde dich in meine Gebete einschließen. Nimm dies. Es soll dir auf deinen weiteren Wegen helfen. Nett. Was sagt ihr dazu? Weißt du, wo es etwas zu holen gibt? Hamler hat kürzlich teures Geschirr erworben. Bring es mir und ich werde gut bezahlen. Welche Art von Geschirr? 2 goldene und 2 silberne Schalen sowie eine silberne Platte. Sehr gute Qualität. Klingt gut. Ich werde versuchen, dir alles zu bringen. Ich rate dir auch, Hamlers Taschen zu überprüfen. Vielleicht trägt er etwas davon sogar bei sich. Ja. Also ganz ehrlich, solche kleinen Quests werde ich jetzt nicht mehr machen in den Durchgang hier. Das wird mir zu viel. Außerdem ist es eigentlich ein bisschen komisch, dass er sich um sowas noch kümmern soll. Jetzt, wo er sowieso dran ist, hier den Krieg zu entscheiden. Bist du bereit für den Kampf in der Arena? Ja, mal sehen, wer von uns stärker ist. Das solltest du doch mittlerweile begriffen haben. Ich meine, du warst ein gefangener Paladin. Aber bitteschön, den Kampf mit dir kann ich ja gerne noch machen. Unbedingt im Dreck liegen willst. Ich schätze mal, man kann diese ganzen Paladine für den Kampf auf Treles anwerben jetzt. Damit sich Todos auf unsere Seite stellt, also irgendwie so davon aus. Komm her! Leute, es gibt einen Kampf! Mach schon! Das hat gesessen! Mach schon! Du hast den Platz verlassen. Nein! Du bist besiegt. Nein, du hast den Platz verlassen. Ich will den letzten Kampf wiederholen. Hab ich mir gedacht. Geh in die Arena. Ja, halt dich mal schön. Alter.
Komm her! Wenn er draußen ist, sollte es nicht, aber wenn ich draußen bin, dann ist es schon. Dann, ja, es ist einfach unfair. Ist auch viel zu klein hier, um ordentlich zu kämpfen. Ich hab's dich geschafft zu vereisen. Danke. Nimm mal die ganzen Schilder doppelt und dreifach ab. Wenn du es haben willst, dann nimm's mir ab. Scheiße, tut das weh. Ja, gleich mal heilen. Hier hast du die Schilder, das Schwert. Du bist ein starker Kämpfer. Dein Sieg ist richtig. Komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Gerne unterstütze ich dich. Ja gut, ich... Also fürs reine Begleiten brauche ich ihn. Und dann, ne? Ja. Kapdun gehört uns. Freut. Javi ist sicher total. Hier mal, wie seine Freude aussieht. Eigentlich eine Freude in Form von Gold und solchen Sachen. Orks! Ja, hier gab es noch die. Kann ich ihm noch Geld geben? Wegen Ausrüstung, die ja völlig umsonst eigentlich. Die Rebellen haben gut gekämpft. Danke für die Hilfe. Nein, vielen Dank. Ohne dich hätten wir das Dorf nicht befreien können. Nimm dieses Schwert als Dankeschön und trage es mit Stolz. Talrasierer, what the fuck? Kapdun ist befreit. Das ist sehr gut, mein Freund. Dann gilt unsere Aufmerksamkeit ab sofort dem Wiederaufbau der Küstenregion. Hier hast du deinen Anteil. Wir müssen weiterkämpfen. Für den König. Ich hab dich in Stücke. Oh, schon wieder. Hier treiben sich anscheinend Orks rum. Ah! Die haben richtig Probleme mit dem Monster. Alter, dann war mal die ganze Mine hier wieder voll von Orks und Viechern. Da kann man so viel Erfahrung noch sammeln. Du hast es so gewollt.
Scheiße. Leute, Leute, ihr habt ja echt Probleme. Und einem Lohn am Mörder. Box selten oder sowas in der Art? Gut gemacht! Dreckiges Biest! Bist du auch böse, oder? Hey, der ist da nur, ist nichts zu holen. Der ist nur bewusstlos geworden, aber. Wir sind vermutlich durch was anderes gespawnt. Man kann davon ausgehen, vielleicht für die Zerstörung von Vanguard. Da hat Uruk dann einfach reagiert. So, aber ich will noch weitermachen. Ich möchte Montera den Erdboden gleich machen. Ich bin gerade so gut dabei. Terra. Hörte den Druiden Porgan. Ja, das wäre zwar noch da, aber ich möchte mal sehen, was passiert, wenn man das befreit. Ich glaube nicht, dass ich noch hier reinkomme. Oh, okay, anscheinend doch. Ja, dann. Es gibt schlechte Nachrichten. Irgendein Mörder greift unsere Städte an. Wenn wir den Schuldigen finden, machen wir mit ihm kurzen Prozess. Jetzt ist Zeit zum Trinken. Wenn er diesen Dialog nicht sagt, dann zählt aber jetzt die nächste zerstörte Stadt aber trotzdem auch, oder? Ich geh mal davon aus. Aber ich mach jetzt mal hier Feuerregen. Du solltest meinen Rat annehmen. Ich glaube, ich fange an, bei den hier ordentlich Druck zu machen. Sehr gefährlich, aber oh, oh. Ach du Scheiße hier. Ja. Die mit der Armbrust müssen weg. Alter, wie lange dauert es, bis sich das Mana regeneriert? Oh, jetzt hier. Oh! Jetzt lass mich doch. Ach du. Boah. Jungs, ich. Ah. Okay, okay. Arsch. Boah, ich komme zu gar nichts mehr hier.
Boah, die ganze Armee, ich muss gefühlt alles alleine machen. Das ist ja mal wieder großartig. Hilfe. Boah, ich komm nicht mal mehr raus hier. Das ist ja... Komm. Oh, Mann, oh. Immer ihr blöden Fernkämpfer. Durch diesen Scheiß kann ich einfach die schönen Zauber nicht machen. Das Problem ist, bei so vielen Gegnern kann man einfach irgendwann auch gar nicht mehr normal kämpfen. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Ja. Henna! Ich möchte meinen super Zauber machen. Ja, und ich lasse mich davon nicht abhalten. Tschüss. Hui! So, jetzt hier. Komm! Voll hier, reinhauen! Einmal! Zweimal! Dezimierung des Feindes. Okay. Ihr müsst mich schlagen, ich bin schon wieder verpackt. Das war doch schon mal nicht schlecht hier. Ja. Alter. Den Rest kann ich auch gerne so machen. Siege Torek. What the fuck? Was ist denn das für ein Quest? Marek! Er muss auf jeden Fall sterben. Laufen freut's natürlich. So, jetzt hier. Ja, gut. Nicht so gut. Erobere den Konhof. Eroberung von Montera. What the fuck? Stehen bleiben! Erobere den Viehhof? Was sind das für Quests? Moment mal, ich muss mal was testen. Das muss jetzt einfach sein. Hätte ich jetzt den Typen hier nicht getötet, hätte ich dann den Quest schaffen können? Obere den Korn auf. Okay, ihr habt das Recht zu fliehen. Ja. Okay. Montera ist befreit. Du bist ein Held. Möge Innos dich leiten, mein Freund. Hier hast du Dinge, die dir auf deinem weiteren Weg helfen werden. Quest abgebrochen im Okara auseinander, ja. Klar.
Hätte ich jetzt den nicht angesprochen, hätte ich dann Okada noch auseinandernehmen können. Hätte es geschafft. Das gilt es auch beim nächsten Mal zu testen. Hey, hört auf zu buddeln. Was macht ihr da? Wir können später noch reden. Lass dich nicht unterkriegen. Ihr könnt aufhören, Leute. Ihr müsst nicht mehr buddeln. Montera ist befreit. Möge Innos dich leiten, mein Freund. Montera ist befreit. Möge Innos dich leiten, mein Freund. Ja. Du hast uns den Sieg gebracht. Montera ist befreit. Möge Innos dich leiten, mein Freund. Montera. Ja. Wir reden später. Pass auf dich auf. Wieso hacken die? Die könnt ihr nicht einfach mal die Arbeit einstellen jetzt? Das kommt ein bisschen seltsam, aber... Wo ist überhaupt dieser Rano? Ich glaube, den habe ich den getötet. Ich habe den jetzt gar nicht gesehen. Hi Tendra. Ja. Ich habe gerade Montera befreit. Da kommen schon die ganzen Söldner. Dank dir ist hier alles in Ordnung. Wir können später noch reden. Wo ist ein Mason? Da. Lass dich nicht unterkriegen. Hat aber nichts zu sagen. Ja, das ist doch echt ein Spaß, hier die Städte auseinanderzunehmen. Theoretisch müsste ich das gar nicht mehr machen. Aber... Wäre natürlich ein ordentlicher Verzicht. Das nimmt kein gutes Ende. Jetzt gehört hier alles richtig, uns. Aber trotzdem geht das so nicht weiter. Ja, die freuen sich. Cool. Wir bleiben immer noch unten. Bis später. Sieh zu. Ja, mittlerweile Level 91. Also ich glaube, wenn man es jetzt wirklich gründlich macht, kann man mindestens Level 95 erreichen hier. Vielleicht sogar Level 100, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Dafür braucht man einfach zu viel. Kommt darauf an, wie viel man jetzt noch machen kann mit der restlichen Vernichtung. So, bei dir habe ich immer noch nichts zu sagen, oder? Ja, ich glaube, du wirst sterben müssen. Ja. Ja, Taurus, du mal wieder abkratzen. Aber ich schon mal hier bin, ich glaube... Aber wenn ich jetzt die auseinandernehme, dann sind vermutlich alle zukünftigen Städte automatisch feindlich. Eventuell, also. Es gibt schlechte Nachrichten. Immer mehr unserer Städte werden von den Maurers zurückerobert. Wenn das nicht aufhört, werden wir jeden, dem wir nicht völlig vertrauen können, töten müssen. Was willst du damit sagen? Die Frage kannst du dir selbst beantworten. Aber was heißt völlig vertrauen? Heißt völlig vertrauen einen Ruf von 75% oder allgemein dann? Ich versuche gerade zu denken, Maurer. Ja, dann denk mal ein bisschen besser, denn ich werde jetzt hier... Ja, das mache ich nicht mehr. Oder sollte ich nach Okada? Da gab es doch einen, der wollte unbedingt hier alles auseinandernehmen. Ah, nee, ich meine auf Memora, aber egal. Mal hier hin. Das hat uns gerade noch gefehlt. Roland dürfte mittlerweile ziemlich glücklich sein. Da Montera ja sein Hauptziel war.
Montera ist befreit. Innos sei Dank. Eine Sorge weniger. Wie hast du das angestellt? Frag besser nicht. Ich hoffe, Myrtana wird bald wieder den Menschen gehören. Hier, das wird dir auf deinen weiteren Wegen helfen. Ja gut, dann ich glaube... Illes Emora... Aber nach der nächsten Stadt sind vielleicht alle Städte feindlich. Das ist schon... Ja gut, aber das wirst du machen. Wir reden später. Ne, von denen kommt keiner. Russell wollte die, glaube ich, nicht hergeben. Der hatte ja irgendwelche Probleme. Störe mich nicht. Oh Mann. Okay, dann... Räume den Bauernhof westlich von. Das hätte doch besser wissen müssen. Das. Ach Gott, ja, das ist ja. Könnte 100 Jahre dauern, bis ich die hab. Kurz mal den Bauernhof räumen. Der Richtung Geldern ist. Und danach nehme ich Treles auseinander. Danach sind alle glücklich. Hoffentlich. Und wenn nicht, dann... Ja, Pech gehabt. Hier. Der Druide Thorn hat diesen Bauernhof verwüstet und alle Bauern getötet. Diese Schwein. Ich habe mir schon sowas gedacht. Gute Arbeit. Hier ist etwas Gold. Ich hoffe, du hast Thorn dafür getötet. Nein. Schade. Dann werde ich das wohl selbst erledigen müssen. Du musst... Kannst es höchstens machen, aber egal. Hör auf mit der Magie, Mann! Weg mit dir! Hör auf, aufhören, Mauer! Alter! Wow! Weiß ich, aber irgendwie finde ich den Hagelsturm besser als den Feuerregen. Auf der anderen Seite sind die vermutlich gleich stark. In dem Sinne... Kommt mir auf jeden Fall ziemlich stark vor. Das kenne ich schon. Kurus greift an. Was willst du? Was hier? Nee. Greift nicht an. Weg mit der Waffe! Da! Oh, da! What the fuck, ist der unverwundbar oder habe ich jetzt gerade... Nee. Da bloß so aus, egal. Da. Macht immer dieser komische Drehbug hier. Boah, Alter! Da!
Ja. Es war kümmer du dich um Wack, ich mache. Den muss man doch auf jeden Fall töten, oder? Nein, muss man nicht. Nein, lass ihn nicht entkommen. Boah, den lasse ich auf keinen Fall weg hier. Alter, was ist denn das für eine Schande hier? Flieht der Anführer einfach mal so aus der Stadt? Aber toller Kampf. Wirklich toll. So. Treles ist befreit. Deine Aufgabe hier ist erfüllt. Doch der Kampf gegen das Übel ist noch nicht vorbei. Verfüge über mich. Ich werde an deiner Seite kämpfen, Befreier. Lass mal stecken, ja. Bin alleine immer noch am besten dran. Kann ich endlich mal hier alles klauen? Unmöglich. Stabile Metalltruhen, ja, die sind ja auch sehr wertvoll. Da kann de facto ein reiner Erzrolling drin sein, wenn man viel Glück hat. Oder was Einfaches mehr so. Ich meine, die Städte werden ja später bevölkert. Deswegen sollte man, wenn man jetzt noch was klauen will, jetzt damit anfangen. Ansonsten der Rest egal. Treles hat keinen Anführer mehr. Wack ist tot. Ja, dann gibt's wohl nicht mehr viel für mich zu tun, was? Hätte mit etwas mehr Freude gerechnet. Treles ist erledigt. Wack ist tot. Gute Sache. Nur schade, dass der Kampf um Treles schon vorbei ist. Quest abgebrochen. Vorrat zerstören. Der wird komischerweise erst jetzt abgebrochen, wenn ich das mit dem sage. Vielleicht hat man die Möglichkeit geschaffen, dass man den Quest trotzdem noch machen kann, aber klar, das ist halt dann schon auch wieder ziemlich böse. Wir können später noch reden. Hier ist das alles egal, okay. Ja, wollen wir noch eine Stadt machen? Gehen auf Geldentscharf, irgendwie. Frag mich nicht warum, aber. Seid ihr böse? Ich denke mal, wenn ich mit den Anführern hier rede, dann sind die alle standardgemäß böse, die Orks jetzt. Kann mal reingehen, aber ich hoffe, ich habe mich jetzt getäuscht.
aber ich fürchte nicht. Eltern ist eine harte Nummer wegen der ganzen Schamanen. Und es sind sehr viele Orks da. Okay, ich speichere mal vorsichtshalber. Einmal hier und einmal hier. Hey Reisender, ich bekomme seit langem keine Artefaktlieferungen mehr von Buck. Was ist da los? Trelis ist gefallen und etwas versperrt. Was? Ich werde sofort einen Trupp losschicken, der da wieder für Ordnung sorgt. Aha. Es gibt schlechte Nachrichten. Ich bin nicht mehr bereit, ein Risiko einzugehen. Alle verdächtigen Moras werden getötet. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Macht sein Dämon? Da. Okay, warte mal. Ich möchte mal auf Silten gehen. Wie sieht's hier aus? Ich werde dich zertreten. What? Er ist böse? Okay. Und die anderen? Was ist mit dir? Ich brauche Ruhe. Ja gut. Da hat er die Führung übernommen. Junge, was machst du denn? Dass immer die gesamte Horde auf dich losgeht. Keine Ahnung. Irgendwie, also... Die vertrauen mir einfach nicht mehr. Kann's verstehen. Wenn ich mich hier hinstelle und alle irgendwie so fertig mache. Mit meinem Zauber jetzt. Ich habe eine Idee. Wir könnten das hier dann machen. Aber die Schamanen müssen weg. Okay. Held. Oh, das war so klar. Okay. Kann schon mal abtreten. Zauber. So, hier. Alter, das ist zu viele, das sind zu viele! Nein! Mach schon! Jetzt wirst du was erleben! Oh, nicht den Trank hier! Gut so! Hey, pass gefälligst auf! Mach schon! Oh! Mir doch nicht auf die Nerven. Alter. Leute, es gibt einen Kampf. Okay, aber es sieht gut aus. Leute, es gibt einen Kampf. Renwick hat sich gewehrt. Schädel.
Wo seid ihr? Bei der Arena. Hört ihr die Orks am Nordtor? Bleib stehen! Was sind das für Quests hier? Die bekommt man gar nicht offiziell. Ich bin gar nicht mal so schlecht. Ja, du bist super. Lass die Sklaven gehen. Lass sie nicht entkommen. Gut gemacht. Yeah. Ah, nein. Die Minenwache will ich nicht gehen lassen. Ah, oh, bist schlau, hä? Zu geil. Was für ein schöner Kampf. Also, ja, diese Eisexplosion, die ist halt wirklich für die ganzen Gegner perfekt. Immer wieder schön. Waren ein bisschen abgelenkt durch meine Untoten. Das hat auf jeden Fall... Oh nein, der Magier ist gestorben. Oh nö. Gerade der. Der hätte sich bestimmt so gefreut, aber nein. Auch einige der Alchemisten sind tot. Das ist sehr schade. Die Sklaven ist es nicht so schade. Rock ist tot, der stärkste Schamane aller Zeiten. Das ist ein herber Verlust für die Orks. Abgebrochen. Nochmal von vorne. Ja, ich schätze mal, die Orks sind mittlerweile ziemlich angepisst. Ich habe immer noch nicht den Quest hier gelöst. Ich habe keine Ahnung, wie der geht. Ich habe alles abgesucht, aber nichts gefunden. Er ist immer noch offen. Kann man den eigentlich noch machen? Sind die ganzen Städte bevölkert? Also theoretisch könnte man die ganzen Leute jetzt hier natürlich auch verprügeln und noch viel mehr Erfahrung bekommen. Du solltest meinen Rat annehmen, wenn du Probleme hättest. Aber wie gesagt, für ein Let's Play. Ich könnte ein ganzes Fass saufen. Finde ich das jetzt nicht so passend. Am besten du hältst dich da raus. Okay, dann mache ich mal zu reinen Testzwecken. Diese Rebellen beim nahe der Ausgrabung. Blatt. Jetzt ein Fass. Ja, man weiß, wovon er redet. Ja, die haben immer so coole Sprüche drauf. Ist... Das hatten sie schon vom ersten Teil an.
Zeit für eine schändliche Tat. Moment, Moment, Moment. Da ist okay, okay. Ja, dann werde ich euch mal töten, Weg mit der Magie! Hey, pass gefälligst auf! Ja. Interessant. Aber da Todes tot ist, kann ich keine Belohnung mehr holen. Aber von dem her kümmert es mich wenig. Wenn ich jetzt zu Russell gehe, würde der das anmerken, dass da was nicht stimmt? Ich vermute mal schon, aber... Wir können später noch reden. Nö, okay. Am besten du hältst dich da raus. Okay. Als wenn das so einfach. Es ist auch noch offen, aber wie gesagt, könnte man vermutlich auch noch lösen, aber es hat da eigentlich, auch wenn es irgendwie wenig Sinn macht. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Ermahnenruhe. Am besten du erledigst das selbst. Ich glaube, ich weiß, wo ich den Stab finde. Ist das dein Ernst? Ich glaube, ich habe so eine Ahnung. Kann dir doch egal sein. Du solltest meinen Rat annehmen. Als wenn das so einfach wäre. Ja, viel ist nicht mehr zu machen. Ich glaube. Am besten du erledigst das selbst. Ich glaube, den Rest mache ich dann nächstes Mal. Das wird dann der finale Part. Weil wir haben es jetzt wirklich dann geschafft. Dann gehe ich nochmal schnell zu den Druiden. Und guck mal, was die dazu sagen. Gar nichts. Okay. Wirklich nicht. Beiden Quests sind immer noch aktiv. Also theoretisch könnte ich die noch töten. Aber das muss ja nicht. Das hier weiß ich auch gar nicht, wo man den findet hier. Auch so gut versteckt. Ja, dafür müsste man halt wirklich schon sehr viel mehr Zeit investieren. Irgendwann mache ich das. Gut. Ich glaube, dann beende ich den Part nämlich jetzt. Weil dann haben wir noch das nächste Mal ein bisschen was zum Spielen. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall der letzte Part werden. Weil länger wird es dann nicht mehr dauern. Dann werden wir den Rest der Stadt hier platt machen. Dann die Wüste von den Assassinen befreien. Und dann werde ich mal das Xardas Ende versuchen. Auf dass das hier gelingt. Ja, freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Schätze mal, ich werde morgen dann das machen. Und ja, wird auf jeden Fall richtig geil werden. Alles klar, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Zum großen Trophäe 3 Finale. Bis dahin. Bye bye, macht's gut und alles Gute.